Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Canvas Pinsel des Todes. Jawohl, so, wir sind wieder hier und was? Schöne Aussicht. Ja. Okay, für endlich habe ich Virgils Haus erreicht. Wenn jemand etwas über Angie weiß, dann ist er es. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. So, okay, da ist das. No today's passing. Er mag Besucher nicht besonders. Nein, wer lässt sich auch gerne so eine Zukunft voraussagen, nicht wahr? Okay, du kommst da rein. Ehrlich, des Tors veröffnet, als würde ich gerade seine Tür öffnen. Ich muss einen anderen Weg hereingelangen. Wie jetzt? Wieso? Wie kommst du da drauf? Du hast im Schild Markerbesucher nicht. Ja. Drinnen kann ich einen metallischen Fenster regeln. Ich kann den von draußen nicht öffnen. Doch, mit dem Magneten. Pass auf. Okay. Das ist Einbruch. Das ist keine gute Idee. Na gut, renn in die Hütte. Guten Tag. Who is it? You! You aren't who I was expecting. Stay back. It's too dangerous to be near me. Especially tonight. Wieso, was ist denn heute Nacht? Angie? She's your daughter? I never wanted her to get involved in this. I was cursed with these visions of the future. My only solace is to use my art to warn others of the coming danger. Bisschen kurzfristig, wie mir scheint. And you wanted to train with me. But something horrible happened. It's not safe to speak here. I've just completed my latest vision. My latest omen of death. Oh, my. Okay, dann zeig mal. It's me. The silhouette is coming for me. Das ist aber sehr unangenehm. Weg ist er. Die Silhouette stellt jetzt Virgil nach. Ich muss ihn einholen, bevor es zu spät ist. Jawohl, oder das einfach kaputt machen. Oh. Was? Was? Diesem Gemälde entsprechend wird Virgil das nächste Opfer der Silhouette werden. Ich muss ihn einholen, bevor es die Silhouette tut. Wir könnten es auch einfach zerstören. Ich komme nochmal auf diese Idee zurück. So, hier haben wir Dinge. Mit Rot, Gelb, Blau kann ich die 6 Farben mischen und hier ist eine für jeden Teil des Emblems. Schale Wasser, genau. Die Farben haben wir nicht mehr dabei. Noch nicht alle Primärfarben, Rot, Gelb, Blau. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, gut. Na fein. So, hier ist auch noch Zeugs. Irgendetwas. Ja, das ist das, was wir auf dem Tisch herstellen müssen, ne? Na gut, was haben wir hier? Das ist immer gut. Etwas aus Ton. Ohne Glühbirne brauche ich diese Trockenlampe nicht zu aktivieren. Ich könnte aber schon mal... Achso, okay, gut, ja. Ein Klumpen Ton. Trockener Ton. Das ist super. Okay. Lalalala. Hier ist... Die Silhouette war hier. Ich hatte die Vermutung Virgil. Aber nun weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich wusste doch. Warte mal, hier ist doch Wasser. Trockener Ton? Das geht nicht. Nein. Das kann man nicht so einfach hier umnehmen lassen. Okay, das geht nicht. Hier ist auch Wasser. So, Wasser. Das will alles nicht funktionieren. Wo müssen wir uns denn noch durchknapsen? Hier, meine ich, haben wir doch alles gefunden, oder? So zurück. Was müssen wir denn noch aufdröseln? Hier. Ist nischt. Auch nischt. Da steht jemand. No trespassing. Die Aussicht hier ist wunderbar. Ja. Irgendwo finden wir nämlich den Bolzenschneider doch benötigen. Silhouette war gerade hier. Ton erst verwenden, wenn er feucht ist. Ach, warte mal, hier ist doch auch Wasser. Können wir das nehmen? Nein. Das ist nur für die Pinsel gedacht. Alles andere geht nicht.
Das habe ich mir nur gedacht. Und wofür ist die Sense? Na gut. Das wird wohl nicht funktionieren. Einfach kaputt machen. Okay, das funktioniert nicht. Komme ich da oben ran? Oh, ich komme hier. Hi. Moin. What are you doing? You need to get out of here. The silhouette won't stop until I'm dead. Run before it comes after you too. Ach Quatsch, ich will dir doch nur helfen. Moin. Ich bin hier nur für... Weiß ich auch nicht. Ich sollte Virtual dank der Kette lässt sich die Luke nicht öffnen. Ich benötige ein robustes Werkzeug. Klar, wieso nicht? Zack. Weißt du Bescheid. So, keine Spur von Virtual oder Silhouette. Ich muss herausfinden, wohin sie gegangen sind. Natürlich. Und hier liegt wieder so viel Zeugs rum. Oh, warte mal. Erstmal eine der Farben. Primärfarbe, super. Hier kann ich später irgendwas kochen. Also, ist schon klar. Das, was auch immer aus Ton... Halt, nein, warte. Was auch immer aus Ton gebastelt wird, hier kann ich es brennen. Das nehme ich mit. Das nehme ich noch nicht mit. Das nehme ich mit. Na klar, erstmal schön das... Oh, okay. Gussform ist fest verschlossen. Cool. Geschmolzenes Kupfer. Das ist ein Holzzahnrad. Das zählt nicht. Okay, 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 gut. So, lass uns noch weiter das Inventar vollklatschen. Diese Sternkarte hat einige Trennstäbe, die Felder abtrennen. Muss ich irgendwie öffnen lassen? Ich muss die Trennstäbe richtig positionieren. Und wie machen wir das? So? Keine Ahnung. Okay, wie kann ich sie denn öffnen? Ha. Jedenfalls noch nichts, was wir am Start haben. So. Ach, und hier fehlen sogar. Ich mag die Brücke nur ungern überqueren. Wahrscheinlich kann ich etwas drüber legen. Hm. Was hat er denn da fotografiert? Hallo? Den Apparat nehmen wir mit. Und hier kann man ein Teleskop stattdessen aufstellen. Klar. So. Na, was hast du in den Taschen? Oh, sieh mal an. So, und ich nehme an, die Wäscheklammern sind nicht dafür gedacht, natürlich. Okay, erstmal wieder zurück und ran an die Schublade. Aber erstmal Primärfarben, so. Und die Schublade geöffnet. Hm, warte, was ist das? Eine blaue Perle? Ach. Okay, noch ein Teil der Sternkarte, okay. Mhm. Die Dame kennt mich doch. The local art gallery decided to dedicate an entire wing to Virgil's works. When we arrived to set up, Virgil introduced me to the gallery's curator and art dealer, Rosaria. He explained to me that Rosaria comes from a wealthy family that has been in charge of the town's art gallery for many generations. I tried to shake her hand, but she seemed distant and uninterested, barely even acknowledging my existence. How rude! I couldn't help but shake this bad feeling I got while around her. Jupp, die Dame haben wir auch schon kennengelernt. Reizendes Geschöpf. So, okay, also, Rot. Rot, Gelb, Rot, alles klar. Wir brauchen aber noch ein zweites Rad. Die Farbe brauche ich nicht mehr, echt? Okay, wir nehmen erstmal die Grundfarben, ne? Was, das macht alles von alleine? Okay, Gelb. So, und jetzt müssen wir doch die Mischfarben herstellen. Da wollte gerade im Rot, Gelb, Blau, kann ich die sechs Farben mischen für jeden Teil des Emblems. Ja, genau. So, die beiden. Blau und Rot kommt hier hin. Okay, die Farbe brauche ich nicht mehr. Das macht man übrigens nicht, wenn ihr mal malt. Das so, das macht man auf gar keinen Fall. Damit versaut ihr euch nur die Farben. So. Okay, haben wir. Okay, gut. Das setzen wir jetzt also hier ein. Ordne die Palette ihre Farben entsprechend an. Klicke auf eine Palette, bewege diese und stelle die von... Was? Um alle Paletten in eine Position... Was? Ordne die Paletten an. Drehen. Okay, damit geht das. Gut. So, jetzt ist Türkis schon mal richtig. Grün ist richtig. Das ist nicht richtig. Oh.
Das könnte vielleicht noch kompliziert werden. Okay. Gut. Türkis. Da muss aber Rot hin. Rot, dann Orange. Nach Türkis muss Lila kommen. Nach Türkis muss Lila kommen. So, das muss es doch schon sein, oder? Ja. Cool. Was haben wir denn da? Na, du Elchkopf, du? Ein Elchkopf? Was? Warum? 2 von 2. Was ist das? Paletten oder Holz? Steht da nicht. Trockener Ton? Hm. Okay. Wir konnten immer noch nicht den Ton nesseln, ne? Es regnet hier überall und überhaupt, aber wir können nicht den Ton nesseln. So. Okay, platziere die Tangiers. Die Sterne leuchten auf, wenn sie richtig abgetrennt sind. Was? Ach so. Okay, oh nein, das ist... Na gut, meinetwegen. Da hatte ich ehrlich gesagt noch nie wirklich ein Händchen für. So. Das muss so gehen, nee, muss nicht so gehen. So, okay. Gotcha. Yay! Ein Teleskop. Okay, das war ja erstaunlich einfach. Wenn ich sonst sowas spiele, ganz furchtbar. Einfach, oh. Was macht er da? Virgil ist oben im Turm gefangen. Ich muss ihn retten, bevor sein Gemälde zur Realität wird. Natürlich. Selbstverständlich muss ich das. So, kommt ihr... Nee, das sind Leinwände. Die passen, doch, die passen da drin. Ich jetzt? Leinwände halten nichts aus. Also, gar nichts. Das ist nur Papier. Hm, naja, schön. Gut, also, was haben wir denn hier? Hm, okay, wir sollen einiges finden. Das hier passt nicht hierhin. Du passt nicht dahin und du Tasse eigentlich auch nicht. Okay, hier können wir einen. Die 2 Rosen. Eine 3. Rose würde gut dazu passen. Hier, das können wir öffnen. Aber ein Riegel der Werkzeugkiste fehlt. Hm. Hallo, guten Tag. Da ist irgendwas vergraben. Okay. Yay, da ist der Riegel. Hey. So. Und? Ohne das geht es nicht auf, ne? Ist schon klar. So, wo muss geschnibbelt werden? Da kommt ein Schlüssel hinein. Was und das Brecheisen funktioniert natürlich nicht, war ja klar. So, weg. Okay. Sieht aus, als ob sich dahinter etwas befindet. Jupp. Tut es. Nämlich ein Vögelchen. Siehst du, ein kleines Vögelchen. Und das Vögelchen, das backen wir dann ein. Und wir bekommen ein Bild von Rosen. Nee, Samen bekommen wir. Okay. Samen da rein. Cool. Wusch. So schnell geht das. Schnell die Rose abgeschnitten. Zack. Na, siehst du. So, eine 3. Rose. Hui. Und dann wächst daraus. Was? Echt? Okay. Ja, ist gut. Naja, gut. Glückwunsch, eine Glühbirne. Yay! Das freut mich ganz außerordentlich. So, was haben wir denn hier? Dich hatten wir schon, ja. Der Wasserhahn fehlt. Okay, da oben ist nichts. Was ist denn mit dir? Hm. Wenn dieser kupferne Gabel 2 Arme hätte, könnte der Strom durch sie in den Aufzug fließen. Hm. Okay, aber du hast doch Kupfer... Ach nee, warte mal. Halt. Kupferstatue, schon klar. Aufzug... Ja. Okay, warte. Kupfer. So. Kupfer. Was, warum nicht? Ich muss Geschmörze können, einfach um das Fall aber Arm herzustellen. Okay, soll das denn so funktionieren? Nee, natürlich nicht. Wir brauchen eine... Was? Ich hätte jetzt das benutzt. Geschmolzenes Kupfer. Aber, hä?
Hä? Ich muss das doch erstmal schmelzen, das Kupfer. Okay. Elchhahn. Ach, warte mal, Elchhahn? Der Elchhahn könnte der. Ah, wo war denn eben die Wasserquelle? Nee. Hä? Das mache ich gerade falsch. Da. Okay, Elchhahn. Super. Da kommt Wasser heraus. Okay. Das ist toll. Dann bekommen wir das Ding auch. Okay. So, aber hier kann ich jetzt hoffentlich den Ton entfernen. Ja, endlich. Ah, endlich. So, Ton. Sehr gut. So, dann kommen wir da zurück. Und den Ton könnte ich jetzt formen. Außerdem habe ich eine Glühbirne dabei. Kann also losgehen. Die Trockenlampe. So. Wusch, 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 wusch. Toll, eine Schale. Warte mal. So, die Schale nehme ich mit. Die Schale muss doch jetzt auch noch gebrannt werden, nicht wahr? So, hier nämlich. Zack. Okay. So, passiert das jetzt? Hallo? Die Wale lässt sich als Gefäß. Ich brauche noch etwas Kupfer. Was? Das ist doch total unrealistisch. Okay, aber gut. Das beschwere ich mich überhaupt nicht, wahr? Okay, viel zu heiß. Ich brauche Handschuhe. Gut. So, jetzt haben wir geschmolzenes Kupfer. Und daraus können wir jetzt. Das kann ich nicht mit bloßen. Es kam gerade aus dem Ofen. Du hast es in der Tasche. Das gibt's ja nicht. Hä? In dieser Gussform kann ich heißes Metall gießen. Ja, los. Aber ich habe die Handschuhe ja gar nicht mehr dabei. Was? Ich habe was? Diese Gussform kann ich heißes Metall gießen. Ich habe da das Schale mit Kupfer. Was soll das jetzt hier? Warum ist das so? Habe ich irgendwas? Violette Perle, blaue Perle. Habe ich irgendwas noch nicht gemacht, was ich vorher hätte tun sollen oder so? Du hast es in der Hosentasche, also. Aha. Ach so, klar. Ja, natürlich. Was? Was ist das für ein Blödsinn? Oh Mann. Okay, gut hier. Alles klar. Wir haben's. Und da wird nochmal gewimmelt, aber erstmal kühlen wir jetzt den Arm ab. Pfund. Mhm. Hervorragend. Ein Arm. Okay, es wird nochmal gewimmelt. So, das Netz ist im Eimer. Die Tasse sollen wir diesmal mitnehmen. Was ist hier? Hier sollen wir ein Pestizid oder so herstellen. Wo ist das? Ein Herbizid. Wie könnte ich nur? Okay, gut. Nix, nix, nix. Was ist das wohl für eine? Vielleicht kann er beschwipen. Okay. Mit Hilfe dieser Pflanzen kann man, das bringt mich auf eine Idee, ich sollte mich an deinen Handschuhen schützen. Okay, dieser Arzt, ich sollte ihn eben hier abschneiden. So, also, da haben wir schon mal das Ding, dann können wir den Ast schon mal abschneiden. Jawohl, Numero Uno haben wir. Können wir damit drin rumprokeln? Können wir nicht. Können wir damit in der Erde herumprokeln? Können wir auch nicht. Können wir damit das Fischernetz reparieren? Können wir. Okay, mit dem Fischernetz kann ich da darum rum. Sehr gut. Hurra. So, was ist. Okay. Wo ist denn das? Wo ist denn das Teil jetzt hin? Da sind Mörser und Schlüssel. Achso, Handschuh. Okay, meinetwegen. So, jawohl. Die Flasche zusammenbauen können wir noch nicht, weil wir müssen ja erst alles zusammenbasteln. Gut, matsch, matsch, matsch. Du kommst da rein. Nicht? Kommst du nicht da hinein? Warum nicht? Ich muss zuerst Wasser in die Flasche geben. Ach so, okay. Weißt du Bescheid? Schönes Teewasser. Okay. Zack. So.
Stoff und ein Herbizid. So, und das Herbizid kann da gerade, jawohl. Und dann zieht sich der Efeu zurück. Der Arm kommt da ran. Oh Himmel. Okay, so. Dann mal ruf. Okay, 02. Wir wollen auf die 4. Geht doch, oder? Was ist? You came to rescue me. No one has ever stood up to the silhouette before, but you refuse to give up. Is it really possible? Ja. The silhouette disappeared, but it will be back once it finds out what you're trying to do. There should be a control switch for this rope somewhere nearby. Find it and lower me down to safety. Okay. Ja, sehr gerne. So, was haben wir denn hier? Wir haben genug Zeit, keine Sorge. Das Holzrad kommt voran. Okay. Das funktioniert schon mal, das ist gut. Was haben wir hier? Den Eimer. Oh, okay. Da ist noch was drin. Was? Für mich ist das nicht gut? Na gut. Hier, was haben wir denn da? Ah, hier kommen diese Dinge rein, ne? Zack, zack und zack. So, bewege die Perlen in die entsprechenden farbigen Aussparungen. Die Perlen können nur an den Linien entlang bewegt werden. Okay, da ist blau dran. Hier ist lila. Da ist gelb, rot, grün. Nummer 1 ist fertig. Okay, da ist blau. Hier ist grün. So. Nummer 2 ist fertig, alles klar. Blau. Da kommt lila. Nein, warte. Nee, doch, ist richtig. Ist das wirklich richtig? Rot, grün, gelb. Nummer 3 ist fertig. So, rot. Lila, gelb, blau, grün. Nummer 4 ist fertig. Was war das für ein Geräusch? Ah, you did it! I don't believe it. Can my visions of the future truly be changed? Don't take a moment for the pulley to react. Wart's erstmal ab, du bist noch nicht außer Gefahr. The townsfolk would never have risked their lives for me after all that has happened. I can't thank you enough. But this is far from over. Listen to me very carefully. Angie is still alive. You need to find her before... Wait, what's that sound? Oh no, look out! Was denn? You're alive! I saw you fall from the tower and feared the worst. I warned you before that the silhouette is too dangerous to deal with so brazenly. However, you've proven that you are willing to risk your life to save others. Perhaps there is another way. Hm? Was hast du dir so vorgestellt, Kleines? We have much to discuss, but not here. We should be somewhere more secure. My villa is just beyond this cathedral. If you are interested, meet me there, and I will help you put a stop to this nightmare. Dein oder mein? Okay, Rosaria, was Rosaria, wichtige Informationen, was wir nun, wo Virgil weg ist, ist sie die einzige Person. Ja, aber wo ist Virgil? Ich meine, Silhouette hat ihn doch offensichtlich gerettet. Das nehmen wir mit, was immer das ist. Das ist ein mechanischer Arm, natürlich. So, was haben wir denn hier? Drehen, Neustart. Was? Jemand hat das Gemälde aus seinem Rahmen. Es muss einen Grund geben, warum das Gemälde fehlt. Tja, okay. Hier fehlt mal wieder etwas Rundes. In der Mitte befindet sich eine Ruhe.
Wenn ich nur heranklame. Oh, warte mal, ist da der Arm nicht geeignet? Nö, aber es geht noch länger. Mhm. Okay, mit der... Nein, auch nicht. Okay, wir müssen uns wohl was anderes ausdenken. Was haben wir denn hier? Was ist da? Okay, Batterien. Und mit diesem Isolierband kann ich etwas zusammenfügen. Ja. Hä? Was willst du? Achso, okay. Ah, jetzt. Achso. Okay, klar, wieso nicht? Okay. Ernsthaft, das war's? Na gut. Tada! Juhu, wir haben eine Türklinke. Ja, sehr gut. Okay, so, was gibt's denn hier noch? Ach, da war die Sache mit dem Bild. Aber ist da drüber nicht noch irgendwas anderes? Nee, ich kann nur öffnen, wenn ich etwas in das Podest darunter einsetze. Hm. So, hier haben wir den Türgriff. Die Tür lässt sich nämlich nicht öffnen mit nur einem Griff. Okay, wie ist die Mutter überhaupt da hochgekommen? Friedhof, Villa. Na, wenn das mal nichts zu bedeuten hat. Oh. So, du boost nochmal rein. Yay. Aber hier scheint noch etwas möglich zu sein, ne? Was ist denn noch? Halt, was ist das? Eine Feder. Eine Steinfeder. Okay, dieser umgefallene Baum. Ich kann ihn wirklich nicht überqueren. Vielleicht finde ich ja etwas, dort drüber zu klettern. Hab ich aber nicht. Friedhof und Villa. Oh. Oh. Wie kommt das denn hierher? Ein Sprechanlagenkabel? Ernsthaft? Hm. Wenn ich den Stoffsaum wickle, kann ich den Ast als Fackel verwenden. Ich muss ihn aber zuerst abhacken. Habe ich denn einen? Habe ich da immer eine Sense? Hätte ich. Nee, das reicht aber nicht. Okay. Gut, also gehen wir mal zur Villa. Hm, Sprechanlage. Die Sprechanlage. Ich sollte zuerst nach einem Stromkabel suchen. Habe ich. Nee, habe ich nicht. Da oben ist ein Stromkabel. Wer macht denn sowas? Sie sollte funktionieren. Hallo? Oh, I've been expecting you. Please, come around back to the winery. I have an idea that could bring an end to the Silhouette's reign of terror. I'll open the gate for you. Hm, how kind of you. Okay, es ist offen, aber ich sehe mich ja noch mal ein bisschen um. Eine interessant aussehende Eule. Sie hält eine goldene Palette fest und vier ihrer Feder fehlen. Okay, die haben wir hier. Die sind wir bereits am Sammeln. Ich sollte natürlich abgeschlossen. Es muss doch einen anderen Weg geben. Natürlich, hier ist noch etwas. Was ist das? Dieser Scheinwerfer funktioniert mit einem Schalter zum Dimmen. Der Schalter fehlt aber. Hm. Okay, die Hecke ist zu dunkel. Sollte besser Licht auf die Sache werfen. Okay, wie es scheint, geht es im Moment erstmal nur geradeaus. Oh, hallo, da ist es ja. Na, mein verräterisches Stück. I'm glad you are unharmed. No one has survived an encounter with the Silhouette before. There was one person who we thought might have escaped. A tourist girl named Angie. But she's been missing ever since. Na, sowas? As I told you before, my job is to see the truth that hides within art. You seem to have that skill as well. Truth is all that matters to me, and I see no truth in this town's superstitions. The Silhouette is using imagery and deception to hide its true identity. Hmm. Na, ich trau dir aber auch nicht über den Weg. You need to find proof of the Silhouette's real identity. I notice you are carrying a camera. If you find the Silhouette, try to take some pictures of its face. Okay. I must attend to my records. I have files on all of Virgil's paintings. Hopefully, I can find something of use to you hidden there as well. Let's meet here again once you have the photos we need. Good luck and be careful. Mm-hmm, natürlich. Vielen Dank auch. Ach, ich weiß nicht, die hat doch definitiv etwas zu verbergen. Hier können wir Wein pressen, wie schön. Mit dieser Traumpresse wird Wein, aber dem Deckel fehlt die Schraube. Haben wir alles nicht am Start. Okay,
Was kriegen wir denn hier? So, Taschenlampe, Hammerschild, Löffel, Seil. Seil. Taschenlampe, Hammer. Was? Schild, Löffel. Hammer, Schild, Löffel. Taschenlampe, Hammer. Nee, das ist ein Dolch. Oh, okay. Taschenlampe, Hammer. Hammer ist hier. Hammer, Schild. Was haben wir dort? Oh, eine Löwe. Taschenlampe, Schild, Löffel, Elefant. Warte, den Elefant habe ich gerade schon gesehen. Hier. Jetzt gezuckt. Flachmann, Wein. Oh, Wein. Glas Wein. Natürlich. Okay. Taschenlampe, Schild, Löffel, Dolch. Schild, Löffel. Schild? Kein Schild. Es zählt das als Dolch? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das hier? Dolch? Nein, nicht Dolch. Taschenlampe, Schild. Halt, da? Nee. Was ist hier drin? Der Flachmann. Mhm, klar. So. Schild. Nee. Dolch, Stiefel, Beil. Stiefel haben wir hier oben. Beil ist. Warte mal, Beil, Beil. Da ist Beil. Dolch, das ist kein Dolch. Dolch, noch ein Dolch. Eine Taschenlampe, ein Schild. Nein. Nö. Schild kann natürlich alles Mögliche sein, ne? Ein Straßenschild. Oh, Taschenlampe. Ein Straßenschild, ein. Für ne, Ritter, Schild zur Abwehr. Da ist nix. Schild, okay, es war eins zur Abwehr. Löffel und Dolch. Löffel und Dolch. Das ist ein Pinsel. Löffel und Dolch. Nein. Ich weiß nicht. Da auch nicht. Löffel und Dolch. Nein. Wofür steckt ihr euch denn, ihr beiden? Hier? Das ist der Dolch. Okay. Dann machen wir jetzt nur noch den Löffel. Das ist, es ist kein Löffel. Okay. Eine Gabel kann ich anbieten. Nein. Nein. Wo ist der Löffel? Das gibt's ja nicht. Wo steckst du? Wo steckst du? Los! Komm mal wacker bei mich bei, du. Hier wohl nichts. Nee. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Wo bist du? Zum Drecksding. Löffel, 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 Löffel. Nope, nope, nope. Löffel. Da ist der Löffel. Ach, meine Güte. Okay, alles klar. Gut, wir haben das Beil gefunden. Hervorragend. Wir müssen uns hier noch ein bisschen mehr umsehen, aber das machen wir gleich, erst gleich nach einer Folge. Also, bis dahin, alles Gute. Und bis gleich.